darf dich ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Beitrag zu Quintessenz Neues Wachstum. Der heutige Titel lautet Persönliche Meisterschaft. Der Titel ist kein Zufall, denn es hat tatsächlich eine meisterliche Qualität in sich, wenn wir diese Beschränkungen dieser Gesellschaft, die wir in diesen Jahren ganz besonders wahrnehmen, überwinden. Die Meisterschaft ist auch das Prinzip des Saturns, astrologisch. Das bedeutet auch in der Hinsicht keine Wertung, kein Gut, kein Schlecht. Es ist, was es ist, aber zum einen ist er auch all das, was uns beschränkt, all das, was uns behindert, all das, wo wir Steine im Weg des Lebens finden, was uns klein macht, was uns imperfekt macht, was uns irgendwie auch Angst erfüllt und depressiv stimmen mag. Es zu überwinden bedeutet Disziplin, es zu überwinden bedeutet letzten Endes jene Potenziale zu erkennen, die das Leben auch für uns bereithält. Da kommen wir dann in die Bereiche von Uranus und Neptun. Aber diese überwindenden Qualitäten von Saturn und in deinem Horoskop weißt du, wo diese Qualitäten zu finden sind. Und dann sind wir auch mit den plutonischen Qualitäten verführbar für Macht, Ruhm, Geld, Reichtum. Und das ist das Beispiel, dass es uns leicht macht zu verstehen, was wir verlassen dürfen, wo wir uns verabschieden aus diesem Mangelbewusstsein, wo wir uns verabschieden aus diesem kleinen Gesellschaftsbewusstsein 3D-Denken und wir uns auf den Weg machen, die Qualität in uns zu mobilisieren, wo wir uns wieder connecten, in Kontakt bringen mit der Qualität, die noch in uns ist. Und das ist das große Thema, dass wir mit diesen alten Traumata abschließen, dass wir ein Programm einlegen und uns verbinden mit der göttlichen Essenz und dieses Programm letzten Endes zur Hauptinstanz evolvieren lassen, dass egal, was wir in der Welt da draußen wahrnehmen, wir es lernen, aus einer Beobachterperspektive wahrzunehmen. Das ist die Perspektive, die uns befreit von dieser Anhaftung, von all diesen emotionalen Verstrickungen. Und das ist das Prinzip auch, dass wir mit diesem Zugang wieder Verbindung herstellen zur göttlichen Matrix. Aussteigen aus der alten Matrix, all diese kleinmachenden Energien zu verabschieden, uns zu verbinden mit der göttlichen Matrix und jener Spur zu folgen, die daraus uns in Empfang nehmen möchte, ist letzten Endes diese persönliche Meisterschaft. Was so einfach und plakativ klingt, ist natürlich ein längerer Prozess. Ein Prozess, der uns Schicht für Schicht entlang schreiten lassen möchte, was es bedeutet. Und das betrifft eben unser Bewusstsein, als wer gehe ich in die Welt, als diese Person 3D konditioniert, angepasst an diese Parameter oder bereits aus dem Herzen und angebunden mit jenen Qualitäten, die uns frei machen von all diesen verhängnisvollen, im wahrsten Sinn des Wortes, inszenierten Kontexten. Und das ist der Punkt, wo wir all das, was wir glauben zu wissen, mal beiseite legen und uns prüfen, woher kommt dieser Glaube? Und prüfen können wir uns immer in dem Kontext, wo wir die Meinung anderer sehen und erfahren und inwiefern wir darauf entsprechend reagieren. Und gesellschaftlich reagieren wir natürlich in diesem Thema richtig und falsch, gut und schlecht. Inwiefern schaffst du es, dass du, wenn jemand einer völlig anderen Meinung ist, diese Meinung stehen zu lassen, ohne es bewertend, abwertend zu diskutieren oder mit dementsprechend unangemessen umzugehen und einzusteigen in eine Haltung, wo du
ja, fragst, na, wie kommst du auf diese Meinung? Was steckt da dahinter? Und dich interessierst für diese Welt der anderen. Wie kommt die Person auf das, was sie glaubt zu wissen? Und abschließend sagst du, ohne es zu kommentieren, zu bewerten, danke, ich habe hier sehr viel über das gelernt, was du in dir trägst, wie du funktionierst, wie du auf diese Idee kommst und so weiter, und es stehen lassen. Wir brauchen nicht immer hier irgendwie eine Bewertung und auch jetzt nicht irgendwie eine Diskussion darüber. Wir können es stehen lassen, so wie es ist. Die Frage ist, ob ich damit einverstanden bin, und die Frage ist, in welchem Kontext das relevant ist. Jeder hat seine Wirklichkeit, seine Wahrheit, wir sind lernfähige Wesen, wir sind eingeladen, unser Glaubenssystem zu überholen und das zu verlassen, was wir hier glauben, fix und sicher zu wissen. Es könnte auch sein, wenn jemand anderer sich völlig anderer Meinung zu gewissen Kontexten da draußen in der Welt hier ist, dass wir daraus lernen, auch das könnte das Thema sein. Viele von uns glauben, wir sind sehr bewusst, aber es gibt vielleicht Leute, die sind noch bewusst und haben noch einen größeren Überblick über all das. Heißt nicht richtig und falsch, heißt nur, wie kommt er auf diese Idee, wie kommt er zu diesen Schlüssen? Es könnte sein, dass ich was daraus lerne. Und das ist Meisterschaft, dass ich sozusagen alte Begrenzungen verlasse und auch das, was ich glaube, fix zu wissen, immer wieder überprüfe und mich darüber hinaus bewege. In Richtung auch, dass ich mich löse von diesen ganzen alten, fixen Dingen, sondern frei bin, empfangsbereit bin und offen bin für Lösungen, für Neues und dahingehend auch das Thema Bewusstsein hier eine völlig neue Kategorie gewinnt. Das Bewusstsein ist eines, das stimuliert werden kann durch Menschen, kann eines sein, das stimuliert wird durch das Angebundensein, das sich verbinden mit jener Wahrheit, die in uns sich zum Ausdruck bringen möchte. Das Thema der persönlichen Meisterschaft hat dahingehend damit zu tun, dass wir diese alten Beschränkungen, diese alten Vorstellungen sein lassen, uns öffnen. Und deswegen hat das einen großen Beispielcharakter für diese Welt. Wir dürfen die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Wir dürfen interessiert sein am Leben der Menschen, interessiert sein, wie sie so funktionieren, wie sie auf diese Ideen kommen. Und das ist ein großes Kompliment an sich. Und diese Haltung macht dich entspannt, macht die Menschen entspannt. Das ist eine Haltung der Toleranz, der Akzeptanz, heißt aber nicht Übereinstimmung, heißt nicht Zustimmung. Du akzeptierst das, was es ist. Und du kannst gemessen an dem in einer völlig anderen nur aus dem Widerstand aussteigen und heißt, eine völlig neue Qualität zu finden, wie ich damit umgehe, mit meiner Willensbildung, mit meiner Meinung. Und das ist das Prinzip auch dieser unermesslichen Reise, die wir gerade erleben, die es in sich trägt, dass wir lernen zu manifestieren, ein Leben jenseits dieses beschränkten Gesellschaftsbewusstseins, ein Leben zu manifestieren, dass wir aus dem Göttlichen, mit dem wir in dieser Haltung immer mehr in Kontakt kommen, indem wir uns immer mehr Schicht für Schicht hier diesen Wahrheiten nähern, mit dieser Qualität in die Welt gehen. Und diese Energie, mit der wir in die Welt gehen, die bleibt natürlich jetzt nicht ohne Wirkung. Diese Energie wirkt jenseits der unmittelbaren Ursache-Wirkung, wirkt diese Energie im Quantenfeld und vor allem dieser Zustand, den du dabei erfährst, macht dich unermesslich entspannt, unermesslich empfänglich und damit bekommst du diese Qualitäten, denen du folgen darfst im Sinne dessen, was das Leben für dich bereithält. Und das zu erkennen, neben den Herzensqualitäten, die sich durch dich
ausdrücken möchten oder die du ausdrücken möchtest, dadurch bekommt dein Leben eine völlig neue Signatur. Ich freue mich, wenn dich der Beitrag inspiriert. Es gibt dazu noch ein Online-Paket im Rahmen von Neues Wachstum. Neues Wachstum kannst du besuchen, den gesamten Prozess live online in einer kompakten Form und auch einer ausgedehnteren Qualität mit deinem persönlichen Geburtshoroskop. Denn wir alle haben irgendwo den Saturn, den Pluto im Horoskop und dort gibt es wunderbare Indikationen, wo wir diese Beschränkungen verlassen dürfen, überwinden dürfen, uns lösen dürfen von diesen Verführungen. Und wenn dich der Beitrag insbesondere hier interessiert, kannst du eben das eine Modul herauspicken und dich einmal tiefer eintunen in dieses Thema. Und ich wünsche dir bei dieser Reise eine wunderbare Erkenntnis für deine persönliche Meisterschaft. Mehr unten in der Verlinkung. Ich danke dir. Welcome home.